Hallo zusammen. Ich bin wieder halbwegs fit. Also halbwegs heißt, das Fieber ist weg, Kopf- und Gliederschmerzen ebenso. Allerdings auch mein Geschmackssinn. Mal schauen, ob und wann der wiederkommt. Ich bin aber wieder in der Lage, mich vernünftig zu konzentrieren und muss diesmal nicht im halben Fieberwahn Skripten einsprechen und Editing machen. Vielen Dank an alle, die sich Ausgabe 2 des 3 Dumme Dinge Dienstags auf Rumble, BitChute, Gegenstimme TV oder Odyssey angeschaut haben. Und auch gleich nochmal der Hinweis, nicht nur hier auf YouTube, sondern am besten auch dort ein Abo zu hinterlassen, da das sicher nicht das letzte Mal gewesen sein wird, dass ich wegen brisanter Takes darauf ausweichen werde. Sorry auch wegen des teils nicht vorhandenen Editings. Man konnte genau sehen, ab wo ich die Schnauze voll vom Editing hatte. Ab dem Artikel zu GTA 6 wurde es ja praktisch ein reiner Audio-Podcast ohne visuelle Unterstützung. Aber naja, die visuelle Untermalung ist ja schon, wenn ich in Topform bin, das, was mich am Videomachen nervt, weil es so langwierig ist, passende Bilder mit Witz oder Mehrwert zu finden. Quasi-Delirium mit 39 Grad Fieber, möge man mir nachsehen, dass ich diesmal an einem Punkt gesagt habe, meine Worte müssen ab hier für sich stehen. Wie dem auch sei, wer die ersten beiden Ausgaben des 3 Dumme Dinge Dienstags noch nicht gesehen hat, möge das gerne nachholen. Die heutige dritte Ausgabe ist eine Special Edition, da alle drei Plätze sich rund um die Geschehnisse um den FBI-Raid von Trumps Privatvilla in Mar-a-Lago drehen. Auf geht's! Platz 3. Der FBI-Raid. Willkommen in der Bananenrepublik USA. Also für alle, die gar nicht wissen, was Sache ist, kurz zusammengefasst, was überhaupt geschehen ist. Am Montag, den 8.8.2022, fuhr das FBI mit mehreren Einsatzwagen und voller Bewaffnung mit einem Durchsuchungsbefehl bei Ex-Präsident Donald Trumps privater Villa in Mar-a-Lago, Florida vor. Durchsuchte das Anwesen und brach einen Safe auf. Trump selbst war zu dem Zeitpunkt nicht vor Ort, aber immerhin jemand von seinen Anwälten. Es ging um angebliche Geheimdokumente, die er am Ende seiner Amtszeit aus dem Weißen Haus mitgenommen haben soll. Und da sind wir auch schon beim ersten Punkt, warum der Raid eine sehr dumme Idee war. Denn der Präsident der USA hat ohnehin freie Verfügungs- und Entscheidungsgewalt darüber, welche als geheim eingestuften Informationen oder Dokumente er von dieser Klassifizierung befreit. Warum? Nun, ganz einfach, der US-Präsident ist der oberste Diplomat des Landes, der Commander in Chief und der Chief Executive. Und wenn er sich mit anderen Landeschefs trifft, wie zum Beispiel bei G7-Gipfeln oder anderen Events, wäre es ziemlich scheiße, wenn er über bestimmte Dinge nicht mit denen reden dürfte, bloß weil sie als geheim eingestuft sind. Es liegt im Ermessen des Präsidenten, worüber er mit wem spricht. Es gibt und kann gar keine ihm übergeordnete Instanz diesbezüglich geben, weil dies seine Arbeit als oberster Diplomat des Landes unmöglich machen würde. Es ist wieder einmal tatsächlich so einfach. Er muss noch nicht einmal mit anderen Würdenträgern über diese Dinge reden. Es würde selbst reichen, wenn er seinem Sohn Barron Infos aus einem Geheimdokument erzählt, damit die Klassifizierung geheim für dieses Dokument automatisch aufgehoben ist. Das heißt also, das FBI oder das Justizministerium, welches den FBI-Raid ja genehmigt hatte, dürfte es vor einem Gericht sehr schwer haben zu beweisen, dass Trump auch nur ein einziges Geheimdokument hatte. Denn alles, was Trump vor Gericht sagen muss, ist, dass er die Einstufung der fraglichen Dokumente während seiner Amtszeit aufgehoben hat, was absolut im Rahmen seiner Kompetenzen lag. Viel Spaß dabei, ihm das Gegenteil nachzuweisen. Aber das ist ja nicht der einzige Punkt, der diesen FBI-Raid zu einer Farce macht. Ein Blick auf Trumps Vorgänger, Kriegsverbrecher Barack Obama, zeigt, dass dieser deutlich mehr Dokumente aus dem Weißen Haus mitgenommen hat als Trump und es niemanden gejuckt hat. Eben weil das oben Gesagte gilt. Der Präsident hat das Recht, Geheimhaltungsklassifizierungen im Alleingang aufzuheben. Es ist ein ganz normaler Vorgang. Zumal die folgende Frage erlaubt sein dürfte. Wenn das FBI seit seinem Abtritt wusste, dass er diese Dokumente mitgenommen hat und diese so wichtig und geheim sind, warum hat man ihn nicht im Januar 2021 geraidet, sondern knapp 100 Tage vor den Zwischenwahlen im November, bei denen laut Umfragen den Demokraten wegen Bidens inkompetenter Innen- und Außenpolitik die größte Wahlniederlage aller Zeiten droht? Wenn man dann auch noch weiß, dass das FBI bereits Anfang des Jahres ohne Raid oder bewaffneter Präsenz mit Trump in Mar-a-Lago kooperiert hat und ihm sogar empfohlen hat, ein besseres Schloss an den Safe zu packen, was dieser auch umsetzte, wird noch deutlicher, dass es sich hier um viel Lärm um nichts handelt. Nichtsdestotrotz hat das Biden-Regime mit dieser Aktion einen bedenklichen Präzedenzfall geschaffen, der ihnen zum Bumerang werden wird. Denn bisher galt immer, dass Ex-Präsidenten in Ruhe gelassen werden und keine rein politisch motivierte Verfolgung stattfand. Mal ganz davon ab, dass in zivilisierten Ländern Behörden Verbrechen untersuchen,
um die Leute zu finden, die sie begangen haben, und nur in Bananenrepubliken Leute durchsucht werden, um eventuell ein Verbrechen zu finden. Die Demokraten sind aber in absoluter Panik, denn sie sehen ihre internen Umfragewerte und wissen, dass sie im November zumindest den Kongress an die Republikaner verlieren werden. Vielleicht sogar den Senat, der aktuell 50-50 ist. Sie sehen auch, wie unzählige von Trump unterstützte Ultra-Maga-Kandidaten ihre Primaries gewinnen, während diejenigen Republikaner, die seinerzeit für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump gestimmt haben, reihenweise ihre Posten verlieren. Heute wird es übrigens Liz Cheney erwischen, die in ihrer Primary im tiefrepublikanischen Wyoming so weit hinten liegt, dass sie ihren Wahlkampf dort quasi aufgegeben hat. Aber zu ihr mache ich vielleicht nächste Woche was. Jedenfalls brauchten die Demokraten dringend irgendetwas, das von Inflation und ihrer eigenen Unfähigkeit ablenkt und vielleicht die Unterstützung für MAGA und Trump geringer werden lässt. Denn auch das lächerliche Komitee zum angeblichen Putschversuch am 6. Januar scheiterte natürlich kläglich mit seiner Propaganda, weil die Amis intelligenter sind, als sie dachten und auf den Blödsinn nicht reinfallen. Was macht geile Ideologen aber immer wieder gern vergessen, wenn sie langjährige Tabus brechen, ist, dass sie nicht ewig an der Macht sein werden. Und der Gegner, wenn er wieder das Zepter schwingt, dieselben Maßnahmen anwenden wird, allein um Rache zu üben. Der FBI-Raid zeigt nur eines. Sie haben eine Heidenangst vor Trump, der durch die Blume schon angekündigt hat, für 2024 zu kandidieren und bei einem Sieg den Filz von Washington DC richtig aufzuräumen und staatliche Institutionen wie das FBI zu verkleinern oder ganz aufzulösen. Der Traum eines jeden libertär und freiheitlich denkenden Amerikaners. Für den tiefen Staat und das politisch-mediale Establishment natürlich ein Albtraum, den es mit allen Mitteln zu verhindern gilt. Fun Fact: Das FBI war niemals als permanente Institution geplant, sondern nur als temporäre Organisation gegen den Mob während der Prohibition. Ähnlich wie Homeland Security und der Patriot Act nach 9/11 auch nur temporären Charakter haben sollten. Ich hoffe, dass Trump dem auch einen Riegel vorsetzt, wenn er 2024 wiedergewählt wird. Denn genau davor haben sie Angst. Und sie nutzen alle Mittel, egal wie schäbig, schmutzig und illegal, um zu versuchen, Trumps Kandidatur im Keim zu ersticken. Ist schon faszinierend. Kein Präsident wurde jemals so verleumdet, diffamiert, untersucht, durchleuchtet wie Donald Trump in den letzten 6 Jahren und sie haben immer noch nichts gegen ihn in der Hand, was bedeutet, er ist the real deal. Er ist eben kein Politiker, schon gar kein typischer. Er ist ein Patriot, dem die Werte der USA am Herzen liegen. Und der absehbare Bumerang-Effekt des politisch motivierten FBI-Raids setzt bereits ein. Nicht nur hat Trump gerade mehr Spendengelder als je zuvor für seine Kampagne erhalten, selbst linke Medienvertreter zeigen sich besorgt, ob man damit nicht einen Schritt zu weit gegangen ist und einen unverzeihlichen Fehler begangen hat. Wobei die Medien allerdings insgesamt gesehen natürlich wieder mal völlig durchdrehen, was mich zu Platz 2 bringt. Platz 2. Die eskalierenden Medienlügen zum FBI-Raid. Wenn man sich die Berichterstattung der Mainstream-Medien anschaut, die ja alle fest in Demokratenhand sind oder zumindest eine anti-amerikanische, anti-Maga-Haltung an den Tag legen, wird der Vergleich zu Bananenrepubliken und George Orwells Warnungen in 1984 noch deutlicher. Von objektiver oder neutraler Berichterstattung keine Spur. Man war teilweise schon in ekstatischer Stimmung, dass es dem bösen Orange Man endlich an den Kragen geht, obwohl alles, was sachlich zu sagen erforderlich gewesen wäre, das ist, was ich vorhin sagte. Viel Lärm um nichts. Aber statt es so, also wahrheitsgemäß zu framen, sah das mediale Framing natürlich ganz anders aus. Und es eskalierte. Nicht nur, dass man fleißig spekulierte, was für Dokumente man wohl bei ihm suche, um auch ja das lange debunkte Narrativ von angeblichen Trump-Connections zu den Russen nicht sterben zu lassen. Nein, man erfand auch einfach Informationen ohne Quellenangabe. Und nein, sorry, der eigene Arsch ist keine legitime Quelle. Ebenso wenig wie anonyme Insider-Experten. Das ist alles nicht mehr als Hörensagen oder Kaffeesatzlesen. Also nichts, womit seriöse Medien sich beschäftigen sollten. Also genau das, mit dem unsere Mainstream-Medien sich exklusiv beschäftigen. Und nur mal 2 Lowlights. Ist das das Gegenteil von Highlights? Lowlights? Egal. Jedenfalls, um mal 2 Lowlights zu nennen, hätten wir da die New York Times-Journalistin Maggie Haberman, die allen Ernstes behauptet, Trump würde wichtige Regierungsdokumente beseitigen, indem er sie die Toilette herunterspült. Sie hat sogar Beweisfotos. I'm sorry. What? Genau, aber sicher doch. Ich weiß nicht, wie dumm man sein muss, um so einen Blödsinn zu glauben, aber Frau Haberman wird sicherlich hunderte ihrer Bücher verkaufen. Und wer an ihrer Unglaubwürdigkeit zweifelt, hier ein Bild von ihr.
Allein die Brille sagt schon alles. Aber auch nochmal betont, die linksverseuchte Plattform Axios war sich nicht zu schade, das als Exklusiventhüllung auf ihrer Plattform zu veröffentlichen. Aber nehmen wir das Ganze doch mal ernst. Stellt euch vor, Trump hätte wirklich Panik davor, dass bestimmte Dokumente an die Öffentlichkeit geraten. Glaubt irgendjemand mit IQ oberhalb der Zimmertemperatur ernsthaft, er würde sie einfach zerreißen, sodass sie jeder wieder zusammenpuzzeln könnte und dann auch noch vergessen, sie herunterzuspülen? Hier haben wir wieder einen klassischen Fall der realitäts- und faktenfreien Bubble der Leute, die Donald Trump tatsächlich für die dämliche Karikatur eines Menschen halten, die sie selber gezeichnet haben. Es würde mich nicht mal wundern, wenn ihr Buch der Anlass war, das FBI zu aktivieren. Denn wie gesagt, die Vollidioten glauben den Blödsinn, den sie über Trump verbreiten, tatsächlich selbst. Aber das ist wenigstens nur dämlich und lächerlich. Dass die Medien durch angebliche Insider-Infos, durch die Washington Post, die ja bereits dafür bekannt ist, nachweisliche Lügen über Trump wie das Steele-Dossier zu verbreiten, innerhalb kürzester Zeit auf die Idee kam, er könne Nukleargeheimdaten in Mar-a-Lago gehabt haben, ist schon bösartig, aber immer noch genauso dämlich. Denn was soll er damit? Die werden ohnehin alle naselang geändert und dann sind die alten wertlos. Also auch hier gibt es weder Rauch noch Feuer, aber dafür ziemlich viele Verstrahlte in den Medien und beim FBI. Dann spekulierten sie, Trump hätte Angst, dass der Untersuchungsbefehl veröffentlicht wird, weil da Belastendes drin stünde. Woraufhin Trump sagte, ich habe nicht nur keine Angst, sondern bitte darum, alles lückenlos zu veröffentlichen. Und die Veröffentlichung gab ihm recht und stärkt auch meine obigen Punkte. Die makabre Krönung des Ganzen war neben dem üblichen Bullshit aber die rhetorische Eskalation durch Historiker Michael Beschloss und Ex-CIA-Chef Hayden, die offen suggerierten, dass Trump wegen Hochverrats exekutiert werden könnte oder sollte. Und welche Folgen eine derartige Rhetorik nun auf den Pöbel hat, darum geht es in Platz 1. Platz 1. TDS, Trump Derangement Syndrome der NPCs, offenbart moralische Verkommenheit. Also, wir haben übergriffige Regierungsorganisationen und einen Medienpropagandaapparat, der der feuchte Traum von Stalin, Goebbels und Honecker gewesen wäre. Sie alle arbeiten Hand in Hand, um den besten Präsidenten, den die USA seit Abraham Lincoln hatten, und auch seine Anhänger zu diffamieren und zu verleumden, während sie das Biden-Regime schützen, indem sie die Inhalte von Hunter Bidens Laptop, aus denen die Korruption der Biden-Familie klar hervorgeht, lange Zeit nicht nur ignorierten, sondern sogar als Verschwörungserzählung brandmarkten, dass die Medien heutzutage leider der größte Feind des Volkes sind und ihre Mitarbeiter den Bürger der Arbeiterklasse verachten, das ist der Mehrheit der Amerikaner schon lange klar. Dass dies auch für viele europäische Länder gilt, merken langsam aber sicher auch immer mehr Menschen. Sogar hierzulande könnte der Schlesinger-Skandal für ein Erwachen sorgen. Die Vergiftung des Diskurses, den diese Medien Tag ein, Tag aus vorantreiben, sorgt für eine immer stärker gespaltene Gesellschaft, in der Leute mit verschiedenen Ansichten nicht einmal mehr miteinander reden wollen. Dies gilt in Amerika mit seinem Zwei-Parteien-System noch viel stärker als in Europa. Wie weit die Radikalisierung simpel gestrickter Bürger in den USA durch die Mainstream-Medien bereits vorangeschritten ist, haben wir spätestens im Sommer 2020 erlebt, als BLM die Städte in Schutt und Asche gelegt hat und medial nur von friedlichen Protesten vor brennenden Häusern die Rede war. Oder kürzlich, als nach der Aufhebung von Roe vs. Wade die konservativen Richter des Supreme Courts bedroht wurden und jemand sogar festgenommen wurde, weil er einen Mordanschlag auf Richter Kavanaugh begehen wollte. Die Leute wurden in den letzten Jahren derart von den Massenmedien gegeneinander aufgehetzt, dass die Gewaltbereitschaft gegen den andersdenkenden Gegner extrem hoch ist, sodass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es zu unschönen Taten kommt. Die USA sind ein Pulverfass. Ein neuer Bürgerkrieg liegt entweder in der Luft oder wird von beiden Seiten herbeigeredet, weil sie anders keine Lösung mehr sehen. In einer derart explosiven Situation öffentlich über die Hinrichtung eines Ex-Präsidenten zu fabulieren, ist nicht nur grob fahrlässig, sondern einfach böswillig. Das führt in der derzeitigen aufgeheizten Atmosphäre geradezu zwangsläufig zu Aussetzern wie diesem hier. Eric Larson, Mitbegründer von Image Comics, sagt, dass Amerika nur dann zu heilen beginnen wird, wenn Donald Trump wegen Verrats auf dem Rasen des Weißen Hauses hingerichtet wird. Lasst euch diese Aussage mal auf der Zunge zergehen. Trump hinzurichten
ist in seinem durch Massenmedien vergifteten kranken Gehirn nicht nur ein optionaler Vorschlag, sondern die Grundvoraussetzung dafür, damit Amerika heilen kann. Wie krank er ist, erkennt man ja bereits an seinen Comics. Und diese Aussage verbreitet er ohne Angst vor Zensur oder Sperrung bei Twitter, wo ja ausschließlich beste Menschen, psychisch völlig ausgeglichene und rational vernunftbasierte Intellektuelle zu Hause sind. Was kann da schon schiefgehen? Man darf nie vergessen, was ich vorhin sagte. Die Irren glauben dieses verzerrte Karikaturbild, das sie von Donald Trump gezeichnet haben. Die glauben, so ist Donald Trump. Und wenn du glaubst, er ist Hitler 2.0, das abgrundtief Böse, dann hast du natürlich keine Skrupel, ihm den Tod zu wünschen oder gar selbst aktiv zu werden. Du siehst dich ja als Held, der für das Gute kämpft und den bösen Drachen erlegt. Du stellst dir vor, wie deine Medien dich für die Tat feiern werden. Und ich würde mich übrigens noch nicht mal wundern, wenn sie dies gerade auch hier in Deutschland tatsächlich tun würden, so moralisch verkommen wie sie sind. Ich kann nur hoffen, dass Trump ausreichend und gute Security-Leute hat, denn inzwischen schließe ich nicht mehr aus, dass entweder der tiefe Staat selbst oder ein radikalisierter Mainstream-Medienanhänger mit einem Attentat versucht, Trumps erneute Kandidatur zu stoppen. Und so etwas könnte der letzte Funke sein, der zum Bürgerkrieg noch fehlt. Aber um heute nicht mit Doom und Gloom, sondern mit einer positiven Note zu enden. Die Amis sind insgesamt doch schlauer als die Deutschen, denn die ganze FBI-Nummer hat neue Konstellationen eröffnet. Die linken Mainstream-Medien behaupten doch immer, Trump-Anhänger seien radikalisierte Kultisten, die einen Führer verehren und rationalen Argumenten nicht zugänglich sind. Ist natürlich wie immer Projektion, also sie schließen von sich selbst auf die Gegenseite. Die politisch motivierte FBI-Aktion hat jetzt Leute auf Trumps Seite gespült, die vorher nicht dort waren. Dass sich die eigene, republikanische, libertäre, MAGA-Anhängerschaft hinter ihnen stellt, war klar. Aber auch der nächstgrößere Wählerblock, die Independents, die sich also keiner Partei zugehörig fühlen, stehen jetzt mehrheitlich auf Trumps Seite. Und auch die noch verbliebenen klassisch Liberalen auf Seiten der Demokraten, wie zum Beispiel Tulsi Gabbard, verurteilen die FBI-Aktion als politisch motiviert. Was wieder einmal zeigt, auf welcher Seite der eigentliche Kult zu finden ist. Wenn eine diverse, vielfältige und bunte Mischung aus MAGA-Republikanern, Independents und moderaten liberalen Demokraten sich in diesem Punkt einig sind und nur die hardcore durchideologisierten linken Kulturmarxisten und Kommis ernsthaft glauben, Trump hätte etwas Illegales getan oder gar Hochverrat, ist die Frage, wer rationalen Argumenten nicht zugänglich ist, hinreichend beantwortet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See you in hell.